Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play-Aufnahme von LEGO Star Wars, die komplette Saga Part 19 müssten wir sein. Wir sind im fünften Film und viertes Level. Dann gehen wir auch mal rein. Dagobah. Das ist ein Planetensystem, glaube ich. Gut, wir sind jetzt im Dagobah-System auf irgendeinem Planeten, von dem ich den Namen leider noch nicht weiß. Leider nicht mehr weiß. Die Musik ist ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, zu heftig oder so. Ja. Wir suchen hier nach Yoda, damit ich Spoiler auch noch. Ich glaube, das haben sie nicht gesagt, oder hat er nicht gesagt, oder... Ja, wer sagt das sowieso nicht, aber... Kann man am Anfang, glaube ich, nicht. Diese Fledermäuse greifen uns an. Aus irgendeinem Grund. Ja. R2-D2 wird irgendwie angefallen oder ich weiß auch nicht. Wir können haben jetzt, werden wir zu einem Jedi, wenn es nicht so lang würde, würde ich zu einem Jedi werden. Jetzt. So. Die ganzen Büsche zerstören, die wo halt nur mit Jedi-Kräften zerstörbar sind, können wir halt nicht zerstören. Wo sind die Dings? Oh, da drüben wäre was Interessantes. Aber da kommen wir nicht hin, oder? Ne, ja, kommen wir nicht hin. Leider, leider. Schade, schade. Kommen wir nicht hier rüber? Ne, da müssen wir rüber fliegen. Ach Gott. Und dann die Brücke rausfahren, denke ich, oder? Müsste eine Brücke sein. Ja, ist eine Brücke. Das habe ich auch schon mal gespielt, also ein paar Level habe ich schon gespielt, ein paar Sachen nicht. Aber egal, riesige Büsche zerstören macht ja immer mehr Spaß. Oh Gott, leckt das. Oh Gott, was soll der Scheiß? Bisschen warten und warten und fortsetzen. Ihr könnt die FPS-Zahlen nicht sehen, aber ich sehe sie halt dank Fraps. Wenn die dann wieder auf 60 springt, dann sollte das Spiel eigentlich wieder auf 60 laufen, eine Zeit lang zumindest. Gehen wir da runter? Ja, da können wir nicht runter. Können wir da rüber oder müssen wir da ein R2-D2 benutzen? Benutzen. Okay, benutzt. Ist ziemlich cool, die Geräuschkulisse. Eine Brücke aufgemacht, dann kommen wir hier runter. Und dann raus hier. So, meine Schwester hat kurz gestört. Die alte Nervensäge. Können wir nicht kaputt machen? Schade. Laufen wir hier rein. Yeah.
Okay, deshalb konnten wir es nicht zerstören. Wir haben jetzt ein Lichtschwert. Da stand irgendwas mit Dagobah gerade bei Lego, bei Luke Skywalker, irgendwas mit Dagobah-System oder so. Oh! Ah. Komm her! Geh sterbe! Das sind mal heftige Flederbeute. Erstmal Geld. Können wir hier noch was machen? Na, dann mitnehmen. Okay. Einfach mal mit dem einen Double Jump machen. Das ist dann mal geil. Okay, da hüpft immer dahinter. Wo kam R2D2 hin? Heftige Musik, yay! Hier können wir anscheinend. Ah, Dreck. Ah, fahrt da hoch. Gott. Bringt. Ja. Da habe ich gerade gefällt, aber ich glaube sowieso nicht, dass wir das noch, dass wir das schon aufbauen müssen. Müssen wir wahrscheinlich erst später aufbauen. Aber es schadet ja nicht, wenn ich es jetzt schon mache. Dann warten, bis das Ding hier hochkommt, dann macht ja sowieso eine Brücke. Ja, das sind ja hier drüben, aber bräuchte ihn eigentlich noch gar nicht lang. Gibt's hier was, was wir machen müssen? Beziehungsweise, was müssen wir überhaupt machen? Ich blick's gerade nicht. Kommen wir noch hier lang? Ja, wir kommen noch da lang. Ach, fahr doch hoch. Man muss sich immer denken. Ah. Oh, ich kann anscheinend noch nicht richtig Magie anwenden. Vielleicht jetzt? Ach, mit dem können wir es anscheinend. Damit können wir uns auch eine Brücke machen. Dann hüpft er runter, wir brauchen den halt. Um uns hier die ganzen... Mach doch. Alter Scheiß, Junge. Ja, noch ein bisschen komisch. Später können wir natürlich alleine auch komplett alles machen. Da brauchen wir den Yoda nicht zu, aber wir brauchen wahrscheinlich seine zusätzliche Macht, weil unsere noch nicht stark genug ist. Ja, den Weg habe ich mir ja schon gemacht. Also brauche ich nicht nochmal. Ein bisschen immer ein Geschätze, wo man hinfällt, weil ja, von den Schatten kann man nicht hundertprozentig ausgehen, weil die auch nicht immer so deutlich zu sehen sind. Ja, ist schön, dass ich jetzt das habe, aber kann ich mich bitte wieder bewegen? Besonders bei 37 FPS ist das nicht gerade so toll. Komm, springen wir da auf 50. Springt er eben nicht. Ah, komm, geh. So nötig. Nee. Ach, verdammt. Brauchen wir immer den. Ah, Mann, Mann, Mann. Komm her. Nein, sag mir jetzt nicht, dass der jetzt wieder ganz drüben ist. Nein, alter Drecksack, ey. Alter, warum leckt das so hier? Was soll der Scheiß?
Was soll der Scheiß? Warum ist der da drüben, ey? Der soll verrecken gehen. Ist der jetzt wieder hier? Wo ist denn der? Ist der jetzt hier ganz drüben? Ja, da darf ich auch nicht mehr langlaufen irgendwie. Junge, wo ist der hin? Wo ist der noch? Der ist weg. Gott verdammt. Wer zu den so backt rum, der ist weg. Die Musik jetzt gefällt mir, aber der ist weg. Ich. Hä? Wo ist denn der noch? Alleine können wir das ja nicht machen. Wo ist denn der jetzt hin? Oh Mann. Und wir müssen ja nicht da hoch. Der muss ja da hoch. Gott verdammt, wo ist denn der jetzt hin? Sagen wir uns nicht, dass das Level nochmal neu starten muss ab der Stelle. Gott, was soll der Scheiß? Alter! Alter! Wo ist denn jetzt noch? Hier drüben haben wir ja schon geguckt, oder? Hier war der ja nicht. Oder? Dieser Dreckige, wo ist der hin? Alter. Leute, ich finde den gerade nicht irgendwie. Hier war er nicht, da hinten war er nicht. Junge, der ist weg. Ach da, du dreckiger Hurensack. Wieso springst du da hoch? Geh verrecke. Dreckiges Kind. Komm her. Das kann's ja echt nicht sein, ey. Was springt der da hoch? Ich glaube, ich krieg einen Hals. Mann. Nur weil du alt und gebrechlich bist, oder was? Oh Mann. Das kann's ja echt nicht sein, ey. Gott. Der kann da hochfahren, komm. Ja. Das darf uns bloß nicht versauen. Uiuiuiuiui. Ja, Gott. Mein Gott. Das ist ja übel. Jetzt können wir brauchen wir endlich nicht mehr. Ja. 100%iger, Junge. 100%iger. Ja, ein Rasenmäher. Oder ein Bulldog oder ein. Bla. Den brauchen wir nicht. Hier kommt man noch irgendwie rüber. Okay, der ist darüber geflogen. Schön, dass der das macht. Ah, fahrt er da hoch. Gott. Oh, das war knapp. Ja, dann müssen wir uns erstmal so Dinge holen. Dann kommen die auch hier rüber und. Hat er noch seine Pistole? Nö, hat er nicht. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Wir kommen ja darüber. Jetzt dürfen wir erstmal dann nachher gegen Phantom Vader kämpfen. Unseren Vater, unseren alles geliebten Vater. Wie machen die eigentlich immer sofort Damage, ey? Gott. Alter. Das fährt man hier runter, damit das wieder raufkommt. Kommen wir da rüber? Ich glaube nicht. Ich will es ja nicht ausprobieren. Okay. Okay, jetzt prüfe ich es aus. Nö, wir kommen nicht darüber. Ich lasse es. Alter! Scheiß R2-D2, blockier mich nicht. Geh mir aus der Weg. Der Weg, Junge, der Weg.
meinen Weg und so. Was schreit hier eigentlich so? Ihr hört das ja auch, diese. Das ist wie Angela Merkel, wenn sich über irgendwas beschwert. Hier können wir lang, da unten könnten wir zwar auch lang. Ich werde hier dauernd von den Seiten irgendwo weggedrückt, weil das Spiel bei mir gerade irgendein Problem hat. Ja, zu denn so. Oh ja, kommen wir ja nicht hoch mit dem. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Schon wieder runtergefallen. Gott. Wahre Jedi werden wir in dem Level auch nicht. Das ist. Können wir noch ein bisschen. Eher nicht. Nee. Da kommen wir nur weiter mit den Bomben oder ich weiß es auch nicht, was das genau. Mit was man genau da weiterkommt, aber. Wir werden es ja gleich sehen. So, da wäre Phantom Vader. Ich mache wieder mal einen Sprungangriff, der so toll ist. Der teleportiert sich erstmal darüber, damit wir nicht zu ihm kommen. Yeah. Gott, ich will das Geld. Was ist das Geld? Das hat doch gerade Geld fallen lassen. Ich will mein Geld. Das brauchen wir später. Wir müssen erstmal rechts hoch. Aber mal erstmal gucken. Power up. Hey Yoda. Lass mal damagen. Jetzt darüber gehen. Und dann taucht er wieder in der Mitte auf, weil wir jetzt ja 4 Herzen, dann 8 Herzen, dann bla wie viele Herzen ihm abgenommen haben. So, jetzt ist er unten. Jetzt verfolgt er uns da, glaube ich. Wo ist er noch? Wo ist er noch? Oh, jetzt ist er auf dem halben Weg, ey. Oh, das habe ich versaut. Yoda ist erstmal da. Und schuckt den runter für uns. Danke, Yoda. Okay, besiegt. Das war cool. Ich glaube, Anakin Skywalker. Irgendjemand war hier schon mal in dem Teil auf. Ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwo. In irgendeinem Star Wars-Ding war hier schon mal jemand und dann bla bla bla. Tolle Musik. Passt auch total zur Atmosphäre. Ich könnte mich fast nicht drüber aufregen. Gott. Was bauen wir jetzt zusammen? Ah, wieder so ein Schiebeding. Schiebeding, Schiebeding. Das wird das Schiebeding, das. Erstmal die Brücke rausholen, dann die Teile hier kaputt machen, dann die da kaputt machen, dann bla. Gott. Ich sehe nix. Und hier werden wir wieder einen Weg für ein R2D zu aufbauen. Und ich bugge. Also muss sagen, viele Kanten vom Spiel sind noch ein bisschen unausgefertigt. Ein bisschen, ja, die werden nicht mehr verbessert, aber ich meine jetzt überhaupt, wenn hier, da und da runterfällt, ist es noch ein bisschen unfertig, scheint es mir. Hä, was ist da los? Weil ich im Weg stand, oder was? Was mache ich damit? Kann ich nicht kaputt machen, kann ich nichts machen. Yay! Können wir da hoch? Mit dem Yoda, wenn er nicht so lange brauchen würde. Können wir da auf der Hälfte des Weges abspringen und den zurücklassen. Und runterschmeiß. Ach, komm her. Also die Geräuschkulisse ist sehr cool, wie ich vorhin schon gesagt habe. Was baut man da jetzt zusammen? Gut, da brauche ich mir einen R2D2 kurz. Ich will mir nur umgucken, da kann man noch was rausholen. Und es bringt uns nichts. Wunderbar. Die können wir auch noch nicht kaputt machen. Ja, wie der Yoda einfach mal 0 Damage auf die Viecher macht.
Alter, der hat mich in der Luft zerfetzt. Alter. Alter. Komm. Haben wir noch eins zum Aufmachen? Da hatten wir doch, glaube ich, noch eins. Da. Bekommen wir da nichts? Nö, wir bekommen nichts. Schade. Ich dachte, wir bekommen jetzt dafür irgendwie halt was. Ich glaube, wir haben null Minikits in diesem ganzen Level. Und da können wir unser Schiff rausholen. Dum, 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 dum. Komm her. Das müssen wir ja, glaube ich, mit Yoda machen. Alter Luke kann das nicht. Oder? Ja, vielleicht hätten wir auch noch ein bisschen länger brauchen müssen. Gut, die scheinen noch nicht so einzuverstanden zu sein, dass wir gingen, aber egal, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann!